Auftakt in die Relegation zur Gruppenliga Fulda. Im Halbfinal-Hinspiel traf die FSG Bebra als Vizemeister der KHL Nord auf den zweiten der KHL Mitte, die SG Sickels. Gespielt wurde auf dem Kunstrasen in der Biberkampfbahn. Hier rechnete sich Bebra klare Vorteile aus. Schließlich hatte man im Ligabetrieb 13 von 15 Heimspielen gewonnen und nur eine Partie verloren gegen Niederaula, seit man hier auf dem Kunstrasen zu Hause ist. Wir gehen gleich rein in die Partie. Die erste Halbzeit war überschaubar. Keiner wollte ein großes Risiko eingehen. Wir sind schon in der 30. Minute. Thiago Queiroz war einem Freistoß. Er war der auffälligste Spieler am Platz. Torwart Christopher Hesse. Ja, das war schon das Spektakulärste der ersten Halbzeit. Sickels machte das gut, hielt den Gegner weg vom Tor. Es passierte nicht viel und es gab eine einzige gute Torszene für die Mannschaft aus Bebra. Und die entstand hier so nach 30, 35 Minuten nach dem langen Abschlag. Kommt gleich der Pass von Niklas Engel in den Lauf von Josko Sud. Und das war wirklich die beste Möglichkeit. Das war's aus Halbzeit 1. Wir haben einen kleinen Tipp für euch. Ah, die Fußballer. Ach, sorry, Herr Leinweber. Aber machen Sie das ja eigentlich alles noch alleine? Ja, ich mache alles alleine. Aber vielleicht gibt es noch ein paar junge, dynamische Fußballer zur Unterstützung. Ja, und wir gehen rein in die zweite Halbzeit, die jetzt deutlich spektakulärer wurde. Jetzt gab es jede Menge Torszenen. Sickels übernahm immer mehr das Heft. Hier haben wir Angel Nazev und Marc Friedl im Zusammenspiel. Der Ball kommt zu Pit Kölmer, der versucht es aus der Distanz, aber Christopher Hesse, der Torwart von Bebra, in dieser Situation zur Stelle. Ja, draußen stand Andjelko Orosevic, der Trainer der FSG Bebra, und fragte sich, was kann ich nur tun? Er spürte, das wird hier wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen, denn Sickels wurde immer, immer besser. Nächste Szene der Gäste, der lange Ball auf Angel Nazev, der ist rechts durch, zieht ab, aber wieder Hesse. Ja, es lag so langsam in der Luft, die Führung für die Gäste, und dann war es auch soweit. Dann sollte das Tor fallen. Wir schauen uns das an in der Entstehung. Zunächst der Ballgewinn. Jetzt kommt der Ball zu Thiago Queiroz. Achtung, den ersten umspielt, den zweiten umspielt, den dritten umspielt. Der macht das einfach klasse. Schaut euch diese Vorarbeit an. Hesse wehrt ab nach vorne und da ist er. Marc Friedl, der Spielertrainer der SG Sickels, hat das richtige Näschen. Und nach 58 Minuten steht der Gold richtig und bringt seine Mannschaft in Führung. Ja, man muss sagen, nach einer Stunde absolut verdient die Führung für die SG Sickels hier in Bebra. Von der Heimstärke auf dem Kunstrasen vom Gastgeber nichts zu sehen. Ein typischer Ball. Ein Einwurf für Bebra wird zum Konter für die SG Sickels. Das macht die Mannschaft gut. Da kommt der Ball jetzt raus auf Angel Nazev. Und der spielt weiter zu Queiroz. Der beste Mann am Platz heute. Aber dieser Abschluss war zu schwach, um Hesse zu überwinden. Möglichkeit zum 0:2 vertan. Aber das Tor sollte folgen. Freistoß, Thiago Queiroz, und schaut euch das an. Marc Friedl 5 Meter vor dem Tor, der muss nicht mal hochspringen und ist sowieso nicht der Größte. Da sah die Abwehr alt aus von Bebra. 0:2, eine Viertelstunde vor dem Ende. Ja, das war hier die Vorentscheidung. Von Bebra kam bis dahin überhaupt nichts nach vorne. Die Mannschaft traute sich nichts, spielte eigentlich nur Sickels. Die hatten hier alles im Griff. Und jetzt gab es die Möglichkeiten für die Gäste, alles klar zu machen, den endgültigen Deckel drauf zu machen. Angel Nazev knallt den Ball an den Pfosten. 78. Minute. Chance zum 0:3. Und es sollte die nächste Möglichkeit geben. Wieder kommt hier Angel Nazev an den Ball. Der Torjäger, der Sickelser, macht alles richtig, zieht dann ab und verzieht. Nächste Chance zum 0:3 vertan. Ja, und wie das manchmal im Fußball so ist das in der Relegation ganz oft. Bebra bis dahin ohne einen echten Torschance. Torhüter Nils Wagner hatte noch keinen Ball gehalten und dann kommt dieser abgefälschte Schuss. Und es steht nach 84 Minuten durch Tim Holstein nur noch 1:2. Aus dem Nichts, aber jetzt drohte das Spiel für Sickels zu kippen in der Schlussphase. Jetzt kam Bebra immer besser auf und in der Nachspielzeit entwickelte sich dann diese Situation. Der Einwurf kommt hinein und da steht Fabian Schleuchhardt, hat die Möglichkeit. Nils Wagner hält Kopfball von Kaufmann und auf der Linie geklärt. Fast noch der Ausgleich hier vor 850 Zuschauern. Ja, eine packende zweite Halbzeit. Ja, und dann kam der Schlusspfiff
Für Sickels eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Sie hätte noch etwas besser sein können, aber so bleibt es spannend. Und eins ist garantiert, am Samstag beim Rückspiel wird in Sickels die Bude aus allen Nähten brechen.